Das sind Kuppeln. Kuppeln überspannen Räume und schließen sie nach oben ab. Bei Kuppeln handelt es sich um eine besondere Form von Gewölben, nämlich Rundgewölben mit einem einzigen Scheitelpunkt an ihrer höchsten Stelle. Ihre Oberfläche nennt man Kuppelkalotte oder Kuppelschale. Die geometrische Form der Kugel bildet die Grundlage für ihre Kuppel. Sie ist daher, im Gegensatz zu einem normalen Gewölbe, nicht nur in eine Richtung gewölbt, sondern von jedem Punkt aus zu allen Seiten hin. Das ist auch das wichtigste Erkennungsmerkmal für eine Kuppel. Man bezeichnet diese Wölbung zu allen Seiten hin als sphärisch. Ein sich von dem griechischen Wort für Kugel, Sphaira, ableitender Begriff. Eine Kuppel ist immer eine halbe Kugel oder weniger. Der Durchmesser dieser Kugel bildet den Fußkreis der Kuppel. Kuppelfuß oder Kuppelkreis nennt man die Basis einer Kuppel. Es gibt viele verschiedene Arten von Kuppeln und ihr werdet sehen, dass eine Kuppel nicht immer wie eine Kugelhälfte aussehen muss. Bei Rundkuppeln ist das aber so. Sie bestehen aus einer halben Kugel. Bei ihnen sind Fußkreis und Kuppelkreis identisch. Flachkuppeln bestehen nur aus einem Teil einer Halbkugel. Bei ihnen liegt der Fußkreis außerhalb des Kuppelkreises. Um eine Kuppel auf einen eckigen Raum aufsetzen zu können, muss man entweder Teile der Kuppel wegschneiden oder einen Übergang schaffen. Liegt der Fußkreis der Kuppel außerhalb des Grundrissquadrats, entsteht eine Umkreiskuppel. Liegt er innerhalb und berührt die Seiten des Quadrats, eine Innenkreiskuppel. Bei der Umkreiskuppel müssen daher Teile wie bei einer Orange weggeschnitten werden, um sie einzupassen. Berührt der außenliegende Fußkreis der Kuppel noch die Ecken des Grundrissquadrats, so liegt eine Hängekuppel vor. Liegt der Fußkreis so weit außen, dass er die Ecken des Grundrissquadrates nicht mehr berühren kann, so liegt eine Stutzkuppel, auch böhmische Kappe genannt, vor. Bei einer Innenkreiskuppel müssen in den Ecken Übergänge vom Grundquadrat zur Kuppel geschaffen werden, was gar nicht so einfach ist. Es gibt hierfür zwei Möglichkeiten: Trompen oder Pendentifs. Trompen sind halbkegelartige, nach unten offene Nischen. Sie leiten eigentlich zu einem Achteck über, weshalb beim Aufsetzen einer Kuppel über Trompen ein bisschen gemogelt werden muss. Die elegantere Form der Überleitung sind Pendentifs, sphärische Dreiecke. Je nachdem, welche Übergangslösung zum Einsatz kommt, spricht man eben von einer Pendentifkuppel oder von einer Trompenkuppel. Entfernt man einer Kuppel durch einen senkrechten Schnitt durch den Scheitelpunkt die eine Hälfte, so hat man eine Halbkuppel vor sich. Es können noch weitere Schnitte durch den Scheitel erfolgen, sodass beispielsweise auch Viertel- oder Achtelkuppeln möglich sind. Neben diesen häufig anzutreffenden Kuppeltypen gibt es auch noch einige speziellere Formen. So die Schirmkuppeln, bei denen in die Kuppelkalotte mehr oder weniger große normale Gewölbesegmente mit Graten eingefügt sind. Oder die Spitzkuppeln, bei denen die Kuppelkalotte auf den Scheitelpunkt hin spitz zuläuft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Kuppelräume mit Licht zu versorgen. Bei Pendentif- und Trompenkuppeln wird häufig ein Tambour, ein trommelförmiges Architekturelement, eingeschoben, der mit großen Fenstern ausgestattet ist. Ebenfalls zur Belichtung kann auch eine unverglaste Öffnung am Scheitel der Kuppel dienen, ein Opaion. Das Opaion des Pantheons in Rom ist weltberühmt. Seit Renaissance und Barock wurde darüber am Kuppelscheitel oft noch ein kleiner Aufbau mit verglasten Fenstern aufgesetzt, eine Laterne. Anders als beim Pantheon regnet es dann hier nicht herein. Als Schmuck können im Inneren der Kuppelkalotte Kassetten, Mosaiken, Malereien oder Stuck angebracht sein. Kuppeln zu mauern ist nicht so einfach und ihr Gewicht lastet schwer auf den Wänden, auf denen sie aufsitzt. Um das Gewicht einer Kuppel zu reduzieren, können Hohlräume in ihrer Schale ausgelassen werden. In der Spätantike hat man zum Beispiel leere Amphoren eingemauert oder Kuppeln aus Tonröhren konstruiert, um sie leichter zu machen. Das Ergebnis ist eine Hohlraumkuppel. Jüngere Kuppeln sind oft zweischalig. Davon spricht man, wenn zwei Kuppelschalen aufeinander gesetzt sind, sodass die äußere Schale und die innere einander nicht berühren. Aber nicht alle wie Kuppeln wirkenden oberen Raumabschlüsse sind auch echte Kuppeln. So bezeichnet man Klostergewölbe und Kragkuppeln als falsche Kuppeln. Insbesondere Klostergewölbe werden oft irrtümlich für echte Kuppeln gehalten. Der Unterschied zu echten Kuppeln liegt bei ihnen darin, dass ihre Oberflächen nicht sphärisch sind und sie daher immer von Graten durchzogen sind. Ebenfalls keine sphärischen Oberflächen haben Kragsteingewölbe, bei denen waagrechte Mauersteine in nach oben immer enger werdenden Kreisen aufeinandergesetzt sind. Zusammengefasst sind Kuppeln also eine besondere Art von Gewölben mit sphärischen Oberflächen, was daher rührt, dass die Kugel als geometrische Form ihre Grundlage bildet.
Es gibt viele verschiedene Formen von Kuppeln. Rund- und Flachkuppeln stellen die einfachsten Formen dar. Passt man Kuppeln eckigen Räumen an, entstehen Hängekuppeln, Pendentivkuppeln oder Trompenkuppeln. Zu den spezielleren Kuppelformen zählen Schirm- und Spitzkuppeln. Kuppeln können zur Belichtung über einen Tambour, ein Opajon und eine Laterne verfügen. Das Innere von Kuppelschalen kann mit Kassetten, Mosaiken, Malerei und Stuck versehen sein. Um das Kuppelgewicht zu verringern, nutzt man Hohlkörperkuppeln oder zweischalige Kuppeln. Um falsche Kuppeln handelt es sich bei Klostergewölben oder Kragsteingewölben, da deren Oberflächen nicht sphärisch sind.